Das Urheberrecht. Jedem ist der Begriff irgendwie geläufig. Doch was bedeutet es genau? Wann gilt es und für wie lange? Die Antworten jetzt im Video. Hallo, ich bin Lars Ullmann, Rechtsanwalt und Partner der Zwickauer Fachanwaltskanzlei EMC. Und falls euch Videos rund um das Thema Recht interessieren, lasst gerne ein Abo für unseren Kanal da. Stellt euch vor, ihr habt euch ein lustiges Gedicht ausgedacht, ein Lied geschrieben oder ein schönes Foto geschossen. Nur ein paar Wochen später findet ihr euer Kunstwerk im Internet oder in einer Zeitung abgedruckt wieder. Ihr freut euch, seid aber auch bestürzt, dass das ohne euer Wissen geteilt und mit eurem Gedankengut Geld verdient wird. Da muss es doch was geben, was euch und euer Werk schützt. Genau, das ist das Urheberrecht. Dieses besagt in § 11 Urheberrechtsgesetz schon recht deutlich: Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Außerdem dient es zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Das Urheberrechtsgesetz regelt also klar, dass dein Werk als dein geistiges Eigentum gesichert ist. Wie es mit deinem Werk ist, so ist es mit denen der anderen. Deshalb darf man auch nicht einfach Lieder, Filme oder Theaterstücke irgendwo ohne Genehmigung, also ohne ein Nutzungsrecht, aufführen. Bei Musik ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, oder wie ihr sie kennt, die GEMA, für die Verteilung der Nutzungsrechte bekannt. Aber wenn der Erschaffer des Werkes gestorben ist, dann bin ich doch auf der sicheren Seite. Oder muss ich, wie bei dem Recht am eigenen Bild, das Video dazu findet ihr in der Infobox, 10 Jahre nach dem Tod des Erschaffers warten? In § 64 heißt es: Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers. Und wenn mehrere am Werk beteiligt waren, so erlischt es nach § 65 70 Jahre nach dem Tod des längst lebenden Miturhebers. Das heißt, bis zum Ablauf dieser sogenannten Regelschutzfrist sind die Werke noch geschützt. Zumeist erben die Nachfahren dieses Recht nach dem Ableben des Künstlers. Eines der prominentesten Beispiele war das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler. Erst im Jahre 2016, also nach Ablauf der Regelschutzfrist von 70 Jahren, durfte das Buch wieder aufgelegt werden. Noch heute wird auf politischer Ebene diskutiert, ob das Buch verboten werden sollte. Urheberrechtsverletzungen sind im Übrigen keine Kavaliersdelikte. Sie können von Abmahnungen über Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen führen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Urheberrecht das subjektive und absolute Recht auf den Schutz geistigen Eigentums in ideeller und materieller Hinsicht beschreibt. Es erlischt auch nicht mit dem Tod, sondern 70 Jahre nach dem Ableben des längst lebenden Miturhebers. Also darf ich jetzt klassische Musik von Mozart vom Gewandhausorchester Leipzig einfach so teilen und vorführen? Mozart ist ja schon länger als 70 Jahre tot. Nein. Warum? Das klären wir in einem anderen Video. Wenn euch der Beitrag gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo für den Kanal da. Über ein Like von euch freue ich mich sehr. Mehr Videos zu skurrilen Gesetzen findet ihr hier. Bis zum nächsten Video dann, bleibt freundlich und gesund. Tschüss, bis dahin.